So, liebe Waschbär-Fans, ein kurzes Video von mir mit einem Tipp, wie ich Akkus auflade, beziehungsweise mit der Zuleitung, da ich immer ein bisschen belächelt werde wegen Leitungsquerschnitt bei hier geringen Spannungen. Ich habe jetzt hier eine Parallelschaltung, also sind alle Akkuzellen parallel geschaltet, also 1S, 8P. Mit 4 Volt, logischerweise, weil es ein Lithium-Ionen-Akku ist, beziehungsweise 4,2, ist ja egal. Ich lade den halt mit 8 Ampere, ja, pro Zelle 1 Ampere, ja, ist flott, sage ich jetzt mal. Ist der Extremfall, ich hatte vorher hier dieses 0,75er Kabel, da hat er hier schon bei 5 Ampere gesagt, die Maximalspannung ist erreicht, also ist in den Konstantstrommodus gegangen. Und jetzt habe ich hier einen 2,5er rangelötet. Okay, über die Klemmen hier kann man auch noch streiten. Das ist wahrscheinlich das nächste Nadelöhr. Wie dem auch sei, ich kann nur empfehlen, auch Zentimeter lange Zuleitungen oder Ladekabel, ich hasse dieses Wort. Egal, bei 4 Volt oder eben Kleinstspannungen oder eben hohen Strömen, dass man hier wirklich Overkill betreibt, also hier wirklich übertreibt mit dem mit der Zuleitung. Und den Querschnitt würde ich empfehlen, hier wirklich 1,5 oder 2,5 und wirklich nur ein paar Zentimeter Länge. Das ist natürlich hier ein Sonderbeispiel mit 8 Ampere und bei 4 Volt. Das macht wahrscheinlich keiner, aber parallel aufladen ist natürlich in dem Sinne gut. Ich brauche keinen Balancer und gar nichts und alle Ladungen gleichen sich aus und es gibt nur eine Spannung. Genau, das war's. Das sind so meine Erfahrungen und das sind diese Grenzwerte, sage ich jetzt mal. Jo, vielen Dank.